Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals TechCheck. Und heute gibt es noch ein interessantes Video und zwar zu einem hochwertigen Toaster von WMF. Und so haben wir jetzt hier vor uns den Bueno Pro Toaster von WMF und den schauen wir uns heute mal in diesem Unboxing und Review Video ganz genau an. Bleibt also unbedingt dran und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Wie eben schon erwähnt, gibt es heute mal ein kleines Video zu einem Toaster von WMF und zwar zu dem sehr hochwertigen Toaster. Und zwar haben wir hier den Bueno Pro Toaster. Der ist hier sehr schön und elegant von der Optik her und den wollen wir heute mal auspacken und dann auch mal hier kurz uns ganz genau anschauen. Also, ich würde sagen, wir fangen mal kurz mit den technischen Daten an, bevor wir hier den Toaster auspacken und ihn uns näher anschauen. Wir hätten ja also zum einen einen Doppelschlitz-Toaster, könnt ihr auch hier schon sehen, passen im Grunde hier zwei Toastscheiben rein. Wir haben hier 6 Bräunungsstufen, wird da unten auch nochmal erwähnt, dass wir 6 Bräunungsstufen haben. Dann haben wir hier nochmal 870 Watt, wir haben ein Edelstahlgehäuse, was matt ist. Und es gibt auch noch einen Brötchenaufsatz, den könnt ihr im Grunde hier ganz einfach rausfahren. Ansonsten haben wir hier genau ein Gewicht von 1,8 Kilogramm. Er kommt mit 220 Volt gut zurecht. Ja, er ist geeignet für 2 Brotscheiben oder Toastscheiben von der Größe von maximal 9 auf 9 cm. Der Preis liegt hierbei bei roundabout 35 bis 38 Euro, je nach Tagesangebot bei Amazon. Ich werde euch diesen ja auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut dort mal rein, klickt den Link mal an und dann kommt ihr zur Produktseite. Dann könnt ihr euch diesen Toaster jetzt parallel oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Nun würde ich aber sagen, packen wir den Toaster mal kurz aus. Wir werden uns aber nochmal kurz davor die Verpackung hier anschauen. Wir können hier zum einen den Toaster sehen, der hat eine schöne Abbildung. Hier steht nochmal formschöner Toaster aus edlem Chromagan. Ansonsten passt hier eigentlich alles soweit. Wir haben hier, wie gesagt, nochmal die kurzen stichpunktartigen Auflistungen. Wir haben hier die Option, hier ein Brötchen draufzusetzen mit so einem ausfahrbaren Brötchenhalter. Wir haben hier 6 Bräunungsstufen, ganz einfach zu bedienen. Passt soweit alles. Wir gehen mal hier kurz nochmal drauf. Hier wird es nochmal ein bisschen näher erklärt. Ich hoffe, ihr könnt es genau sehen. Wir haben also hier ein hochwertiges Material. Wir haben hier einen Edelstahl-Brötchenaufsatz und hier nochmal eine herausfahrbare Krümelschublade. Da könnt ihr im Grunde hier dann eure Krümel gut einsammeln und dann, wie gesagt, raussuchen. Ja, die Rückseite ist auch im Grunde gleich. Ich würde also sagen, wir packen es jetzt hier mal aus, genau damit ihr sehen könnt, die Rückseite hier nochmal. Und dann würde ich sagen, holen wir mal kurz raus und schauen mal uns an. So kommt er also daher. Wir holen den mal kurz ganz genau raus. So, das wäre jetzt also hier, so ist er also hier verpackt. Wir werden jetzt hier mal kurz die Seitenteile wegmachen. Hier ist der Stecker, die Zuleitung. Machen wir das mal hier weg. Machen wir mal neben dran kurz. Das legen wir auch mal kurz neben dran. Und dann holen wir hier mal kurz aus der Verpackung raus, damit ihr es ja auch besser sehen könnt. So. Ihr könnt schon sehen, wir haben hier ein sehr schönes Gehäuse. Wir haben hier dann oben die Einführung für die beiden Toastbrotscheiben. Wir können auch hier dann anhand von diesem seitlichen, wie soll ich sagen, Drehregler, Drehknopf, können wir dann ganz einfach hier die Halterung raus und reinfahren. Das ist eine schöne Mechanik, die hier sehr gut funktioniert. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sagen. Wir haben hier dann im Grunde die beiden Schubladen. Hier auf der Rückseite haben wir auch nicht mehr viel, außer hier diese Schublade dann, um die Krümelchen reinzumachen, könnt ihr also ganz einfach hier raus und reinschieben. Ihr könnt auch hier schon sehen, da ist die Krümelschublade, dann kommt es hier im Grunde so rein und ist auch super drin. Die Unterseite sieht auch gut aus. Wir können hier im Grunde dann noch das Kabel aufwickeln und ja, da würde ich sagen, gehen wir kurz auf die Vorderseite ein. Wir drehen ihn mal kurz hier rum und da können wir schon sehen, wir haben also hier verschiedene Optionen. Da werde ich jetzt auch noch mal kurz ein bisschen näher drauf eingehen. So, also wir haben jetzt hier zum Beispiel die 6 verschiedenen Stufen, wo wir hier einstellen können. Wir haben hier verschiedene Taster, darauf werde ich jetzt auch nochmal kurz in der Anleitung eingehen, was das hier sind, was die hier bedeuten und wir können dann hier im Grunde dann die Toaster raus und rein machen und auf der anderen Seite haben wir im Grunde auch nicht so viel drauf. Das Kabel kann man hier im Grunde dann beliebig durchführen, da hat sie dann verschiedene Optionen. Das sollte eigentlich auch kein Thema sein. Wir gehen mal kurz die Anleitung hier durch. Das sollte auch hier drin sein, ist das Heftchen hier. Also schauen wir uns das mal kurz an.
Es gibt sie in verschiedenen Sprachen selbstverständlich und wir gehen mal hier kurz auf die deutsche ein. Hier noch ein paar Sicherheitshinweise. Okay, wir haben hier dann noch vom Benutzer. Vor dem Benutzen müssen wir natürlich hier die ganzen Sachen lesen. Solltet ihr euch unbedingt mal durchlesen. Hinweise zum Bräunungsgrad, Inbetriebnahme. Okay, das müssen wir jetzt nicht alles durchgehen. Dann gehen wir mal hier kurz noch drauf. Wir haben hier die Gerätegarantie. Ist wirklich hier sehr ausführlich gehalten. Genau, und dann haben wir hier im Grunde schon die englische Anleitung. Und dann geht es dann weiter. Jetzt würde mich aber noch interessieren, für was die Tasten da vorne da sind. Genau, hier steht es drin. Wir haben also hier 2, 3, 4. Und da kann man das schon im Grunde sehen. Also wir haben hier einmal die Aufwärmtaste, die Stopptaste und die Auftautaste. Wir haben hier noch die Bräunungsgradeinstellung. Klar, das ist dann die hier. Wir haben die Krümelschublade und genau den Brötchenheberaufsatz. Jetzt möchte ich mal kurz hier auf die Stopptaste eingehen. Da könnt ihr im Grunde hier den Heizvorgang einfach stoppen. Und dann haben wir die Aufwärmtaste. Da werden wir jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen, was das hier ist. Vielleicht steht da noch mal einiges drin. Gehen wir mal kurz hier durch. Genau, hier steht es also noch mal drin. Abbruch des Toastvorgangs. Zum vorzeitigen Abbrechen kann die Stopptaste gedrückt werden. Aufwärmen nach Toasten. Wird unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts die Aufwärmtaste gedrückt. Wird unabhängig vom eingestellten Bräunungsgrad bereits erkalteter Toast wieder knusprig und aufgewärmt und zu helles Brot etwas nachgeröstet. Also dann haben wir hier nochmal die Auftaufunktion. Wird die Taste gedrückt, wird unmittelbar nach dem Einschalten der Toastvorgang automatisch verlängert, um gefrorenes Brot zu toasten. Also da wird einfach nur die Zeit erhöht. Brötchen auf, das haben wir soweit eigentlich alles. Dann sind wir hier alles durch. Reinigung und Pflege, klar. Man soll erst den Netzstecker ziehen, dann kann man hier das Gerät dann reinigen. Die Heizelemente, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mit dem Pinsel kann man die Krümel rausnehmen und dann kann man hier im Grunde die Schublade dann rausziehen und das Ganze dann soweit reinigen. Ja, dann kommen wir zum Ende hier zu diesem kleinen Unboxing und Review Video. Er macht auf mich jetzt hier einen sehr guten Eindruck, der BMF Bueno Pro Toaster. Sieht soweit sehr gut aus. Der Preis passt für mich auch. Für knapp 35 Euro bekommt ihr wirklich einen hochwertigen Toaster, der hier von einem Markenhersteller angefertigt wurde. Die Anleitung ist wirklich ausführlich gehalten, schön übersichtlich. Es gibt hier wenig, was hier irritiert. Wir haben hier, wie gesagt, ein tolles Design. Es ist hier einfach zu bedienen. Man kann hier im Grunde dann auch die Brötchenauflegeschiene, das System hier im Grunde dann ganz einfach hoch und runter fahren. Und ansonsten gibt es auch nichts auszusetzen. Ich werde jetzt hier mal eine Zeit lang testen und dann eventuell nochmal ein Video machen. Den Link dazu, den werde ich euch unten in die Videobeschreibung mit reinpacken. Schaut dort mal rein, klickt den mal an. Da kommt ihr zur Produktseite, dann könnt ihr diesen Toast auch nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Und dann würde ich sagen, war es jetzt erstmal hier von diesem kleinen, aber feinen Video. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also bis bald, euer Pascal.